Hallo und herzlich willkommen bei TV Eloquent. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Computer in die Domäne, die ihr bereits vorher eingerichtet habt, aufnehmen könnt. Dafür gehen wir einmal in die Systemsteuerung und geben dort DOM als Suchbegriff ein. Anschließend bekommen wir den Hinweis, dass wir einer Domäne beitreten können, unter dem Punkt System. Dort klicken wir einmal drauf. Als nächstes müssen wir den Punkt Netzwerk-ID auswählen und werden gleich aufgefordert, die entsprechende Option für das Netzwerk auszuwählen. Dort wählen wir den Punkt, dieser Computer gehört zu einem Firmennetzwerk, aus. Als nächstes wird der erste Punkt ausgewählt, der besagt, dass Ihr Netzwerk eine Domäne verwendet. Danach klicken wir auf Weiter und geben natürlich den Benutzernamen ein, mit dem wir uns gerne dort anmelden möchten, um der Gruppe beizutreten. In dem Fall ist es der Administrator. Als Domainname wählen wir unseren Domainnamen, in dem Fall dc.hamburg. Der Computername sollte ein frei gewählter Computername sein, der sich leicht zu merken ist. Dieser wird dann im Active Directory hinzugefügt, was wir später noch sehen werden. Wenn wir dann auf Weiter klicken, müssen wir natürlich wieder unseren Benutzernamen eingeben und unser Kennwort, in dem Fall das Kennwort des Administrators. Danach wird uns gefragt, mit welchem Benutzerkonto wir uns an dieser Domäne anmelden möchten, und dort wählen wir den Administrator aus. Danach müssen wir jedoch noch den Kontotyp des eingetragenen Accounts auswählen, in dem Fall ist es der Administrator-Account, also Punkt 2. Nachdem wir das Ganze eingetragen haben, müssen wir den Computer neu starten. Sobald der Computer neu gestartet ist, sehen wir anhand des dc.hamburg/administrator, dass wir uns nun in der Domäne befinden und auch unterhalb des Kennworts, dass wir uns am DC anmelden. Nachdem wir unsere Daten eingegeben haben, werden wir aufgefordert, unser Kennwort zu ändern. Nachdem wir unser Kennwort geändert haben, können wir uns mit diesen neuen Daten an unserer Domäne anmelden. Anhand dessen sehen wir auch schon, dass wir in der Domäne sind, da er uns die Domäne automatisch vorgibt. Nachdem wir das Kennwort eingegeben haben, melden wir uns mit unserem Benutzernamen an und es wird ein Profil erstellt. Sobald wir auf der Windows-Oberfläche sind, können wir nun in die Systemsteuerungen gehen und uns ansehen, in welcher Domäne wir uns derzeitig befinden und ob wir noch in der lokalen Domäne sind oder nicht. Dafür gehen wir in die Systemsteuerung und klicken einfach auf unser Benutzerkonto und siehe da, Johnny Eloquent ist in der DC-Domäne. Das Ganze erkennen wir anhand des DC-Backslash. Nachdem wir nun erkannt haben, dass wir uns in dieser Domäne befinden, melden wir uns ab und gucken uns auf dem Server an, ob unser Computer auch im Active Directory vorhanden ist. Denn diese Daten sollte er ja schließlich übernehmen. Und siehe da, unser Computer ist nun unter dem Ordner Computers vorhanden. Somit haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hat euch weitergebracht und ihr werdet nun selbstständig eure Computer in die Domäne hinzufügen können. Schaltet gerne bitte wieder rein, sobald es heißt TV Eloquent Windows 2012. Bis bald!